da wird sich an der in Anführungszeichen Vormachtstellung der Berner. Unerschrocken wollen sie auftreten, die Lausanner, so Ludovic Magnin in den Spielen, sondern zeigt mehrheitlich, was an Erfahrung und Routine in diesem Team drin steckt. Florian Blum, heute Außenverteidiger, spielte einst bei Ibe, spielte aber auch einst beim FC Bayern München. Man glaubt es kaum, aber die Karriere von Gianluca Gaudino nicht wirklich geprägt von viel Glück, von viel. Boom. Gut, wie das löst. Lauper. Löbo, Suzuki. Der versucht auch und hätte beinahe Erfolg gehabt damit. Erste Lausanner Möglichkeit, erste Lausanner. Das war die Aktion der Lausanner. Suzuki mit einem strammen Schuss. Nur Isaac Monti, das ist der Spieler von Bellinzona, hat mehr gelbe Karten geholt. Eine mehr, um ganz genau zu sein. Suzuki, sehr wendig. Bender. Rieder. Gaudino. Suzuki. Oh, hartes Einsteigen von Lauper. Der muss lange noch aufpassen, Lauper. Eben erst verwarnt, jetzt diese Aktion. Wieder unterwegs. Suzuki. Custodio. Auch ein Bekannter aus Super League-Tagen. Suzuki. War zuletzt drei Jahre im Tessin, da jeweils Stammspieler, und jetzt also mit dem Tor zum 2:2. Kommen damit die Lausanne wieder etwas heran. Suzuki. Etwas zu lang für den jungen Japaner, der noch nicht im Aufgebot für die A-Nationalmannschaft steht, aber schon im Nachwuchsbereich Nationalmannschaftseinheit. Und das war's dann aus der ersten Halbzeit. Studio. Bravo. Suzuki. Suzuki im Strafraum gegen Blum. Suzuki. Spiel läuft weiter. Die Chance ist da. Elfmeter oder nicht? Oh. Nochmal die Aktion. Hier Suzuki gegen Blum. Der setzt sich doch tatsächlich durch. Der Ball kommt zur Mitte. Und jetzt aus dieser Perspektive ist kein. Aus von Custodio. Giga. Lausanne werden nochmal wechseln. Da stehen zwei neue Kräfte unten bereit. Ob es am Resultat und am Ausgang der Partie was ändert, sei dahingestellt. Suzuki versucht der nächste ordentliche Kracher von ihm. Suzuki hat schon in der ersten Halbzeit aus ähnlicher Position einen krachen lassen. Und auch da den Torhüter vor Probleme gestellt. Suzukis letzte Aktion war das. Er wird ersetzt für die letzten Minuten durch Dominik Schwitzer. Und ebenfalls zum Einsatz. Ludwig Koyalipu, der auch noch zum Einsatz kommt für die letzten etwas mehr als 10 Minuten.